Servus Leute, hier ist der Dennis und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu Episode Nummer 2 der FIFA 15 Karriere mit Inter Mailand. Ja Leute, wie gewöhnlich war ja die erste Episode, wie immer eigentlich schon, ein etwas längerer Transferpart, wo wir ja einige Transfers getätigt haben. Und jetzt stehen wir auf jeden Fall kurz vor dem ersten Spieltag in der Serie A, wo wir zu Gast auf den FC Torino treffen werden. Also natürlich auch gute Voraussetzungen jetzt hier. Wir haben einen relativ guten Kader zusammengebaut, einige neue Spieler verpflichtet, auch einige Spieler verkauft. Ich werde euch jetzt mal so versuchen, so kurz wie möglich halt, ja, vorzustellen, wem wir da alles so gekauft haben. Und zwar geht es dann auch schon los im Sturm mit unserer Neuverpflichtung Luis Adriano. Er hatte nur noch 12 Monate Vertrag, war ja bei Schachtar Donetsk sogar in der Champions League der Top-Torschütze, so bis zur K.O.-Phase dann halt hin, wo Schachtar Donetsk rausgeflogen ist. Und ja, hat halt nur 8 Millionen gekostet, finde ich relativ gut dafür, dass er halt auch eine 79er Gesamtbewertung hat. Also auf jeden Fall ein, denke ich mal, relativ guter Transfer. Hoffentlich wird er sich in der Serie A wohlfinden und dann auch dort das ein oder andere Tor machen. Gut, dann kommen wir zu Neuverpflichtung Nummer 2 mit Martin Montoya auf der Rechtsverteidigerposition. Er war bisher so der teuerste Transfer mit sage und schreibe 10 Millionen, also das schon wirklich sehr viel für Inter Mailand. Ja, ich weiß, Inter Mailand ist schon wirklich gesunken, wenn man jetzt hört, dass 10 Millionen schon viel sind, aber wenn man vergleicht, dass wir halt nur ein Budget von 20 Millionen hatten, dann ist einfach schon mal die Hälfte für den Kauf von Martin Montoya draufgegangen. Dann Neuzugang Nummer 3 mit Rabiot von PSG. Er ist halt so das Backup für das zentrale Mittelfeld, falls da sich Kovacic oder eben Hernanes irgendwas tun sollte. Vielleicht, dass sie mal gesperrt sein sollten, passiert ja öfters mal bei zentralen Mittelfeldspielern oder vielleicht verletzt oder sonstiges, dann kann Rabiot da mal vielleicht einspringen und auch mal seine Einsatzzeit bekommen und natürlich vielleicht auch mal das ein oder andere Mal von Anfang an spielen. Neuzugang Nummer 4 wäre dann Fabian Scheer vom FC Basel. Er hat sich, glaube ich, 6 Millionen kosten lassen, was eigentlich relativ billig ist für einen Spieler seiner Qualität. Das ist so jetzt hier der vierte Innenverteidiger, den wir neben Jesus, Vidic und eben Ranocchia haben. Wollte ich einfach mal haben, um so sicher zu gehen, denn wenn jetzt einer von den beiden hier von Jesus oder Vidic verletzt sein sollte und dann halt mal Ranocchia einspringen sollte oder halt wenn sie gesperrt sind, passiert ja wirklich sehr oft mal bei Innenverteidigern, dass sie mal die ein oder andere gelbe Karte kassieren, und wenn Ranocchia da jetzt einspringen würde, dann hätten wir eigentlich ja gar nichts mehr, weil ich die meisten Innenverteidiger schon verkauft habe, oder wir hätten hier halt noch Andreoli, aber der ist jetzt auch nicht so wirklich der Beste. Deswegen dachte ich mir einfach mal, verpflichten wir einen neuen jungen Innenverteidiger eben mit Fabian Scheer, der wirklich sehr gute Werte hat. Eine 76er Gesamtbewertung, noch 22 Jahre alt, also kann sich auf jeden Fall noch wirklich sehr gut entwickeln und hat, glaube ich, schon einen Plus bekommen. Also ich glaube, als er zu uns gekommen ist, hat er nur eine 75, jetzt hat er schon eine 76. Also der soll sich auf jeden Fall gut entwickeln, und das gleiche gilt für Berni. Ja, ich weiß, das hätte jetzt keiner von euch gedacht, dass Berni sich gut entwickelt, hätte ich auch nicht gedacht, aber ein Zuschauer meinte beim ersten Part, der wirklich sehr gut ankam. Also die erste Episode hat jetzt, glaube ich, schon fast 500 Klicks und über 50 Daumen. Also Dankeschön auf jeden Fall dafür. Fand ich richtig krass, so dass auch der Inter Mailand Karrieremodus so gut bei euch angekommen ist, weil es halt, denke ich mal, nicht der populärste Verein ist oder auch nicht wirklich mehr die populärste Liga, die aber momentan ein großes Auf hat mit drei Mannschaften in den internationalen Wettbewerben, mit Juventus in der Champions League im Halbfinale und mit Neapel und Florenz, Neapel und Juventus sind in den Halbfinals von der Europa League sowie der Champions League. Und ja, also auf jeden Fall freut mich, dass das so gut angekommen ist. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu Berni. Ein Zuschauer meinte, dass er sich irgendwie auf 89 irgendwie hochglitschen soll. Also dass er trotz seines Alters und seiner Gesamtbewertung von 63 sich irgendwie noch hochglitscht, dass er irgendwie eine 89er Gesamtbewertung bekommt. Deswegen würde ich mal sagen, beobachten wir das mal so ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, denn wenn das wirklich passieren sollte, dann, ja, da weiß ich auch nicht, ob ich ihn dann irgendwie einsetzen, nein, irgendwie, das wäre ein bisschen so feige, einen geglitschten Spieler einzusetzen, der niemals nicht so eine Gesamtbewertung bekommen würde. Naja, schauen wir das auf jeden Fall mal an später so, wenn das passieren sollte. Also ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert, aber kann ja immer mal wieder passieren, dass solche Spieler eben halt sich irgendwie auf eine übertriebene Gesamtbewertung hochglitschen. Und ja, ich bin auf jeden Fall relativ zufrieden mit dem Kader, so vielleicht noch ein Außenverteidiger, der vielleicht auch uns gehört, weil wir haben nur Santon,
Montoya und halt Dodo, der uns nicht gehört, der ist nur geliehen von AS Rom. Deswegen vielleicht noch D'Ambrosio, ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht, kann sogar auf beiden Seiten spielen, also D'Ambrosio können wir eigentlich behalten, so als Backup, aber ansonsten haben wir da nicht mehr wirklich viel. Wir müssen noch gucken, vielleicht Jonathan und Nagatomo zu verkaufen, weil ich habe es schon in der ersten Episode erwähnt gehabt, dass wir ja nicht wirklich mit dem Budget auf Flügelspieler bauen können. Wir könnten zwar was versuchen mit Podolski und Shaqiri und dann vielleicht hier einen von den dreien ins zentraloffensive Mittelfeld und dann machen wir halt ein 4-4-2 mit einem zentralen Mittelfeldspieler, zwei Außen und dann halt einem offensiven Spieler, sowie zwei Stürmern. Könnte man versuchen, aber ich lasse das erstmal und bleib bei der Formation, wie wir es hier gerade haben, so eine etwas engere Raute mit eher drei zentralen Mittelfeldspielern, einem offensiven und eben halt dann zwei Stürmern. Was wir aber noch relativ nötig haben, ist ein dritter Stürmer hinter Adriano und Icardi. Podolski kann zwar auch im Sturm spielen, aber ist jetzt nicht so der Musterstürmer, der so für die, ja, wirklich krassen und vielen Tore bekannt ist. Deswegen wäre da ein dritter Stürmer hinter Adriano und Icardi gar nicht schlecht. Und ihr habt mir da sogar noch ein paar Vorschläge hingeschrieben und ja, die habe ich auf die Wunschliste getan. Und zwar wären das einmal Saido Berahino von West Brom. Vom West Brom Albion, oder? Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall von West Brom, von der Premier League. Der Name wurde, glaube ich, zwei, dreimal genannt. Also der soll anscheinend eigentlich relativ okay sein. So wie ich gesehen habe, hat er eine 73er Gesamtbewertung und ein Potenzial so bei 82. Also wäre eigentlich schon relativ gut. Und dann wäre noch die andere Möglichkeit, Ahmed Musa von ZSKA Moskau, der auch wirklich sehr jung ist mit 21. Aber ich denke mal, der wird so mit Abstand hier am meisten kosten lassen von den ganzen hier. Okay, Berbatov und Martial sind natürlich auch nicht billig. Berbatov ist halt der gesamtstärkste, denke ich mal, von den ganzen hier. Dann dahinter würde, denke ich mal, Musa kommen. Aber das ist so die Sache, dass er halt auch nur ein Jahr bei uns sein würde. Deswegen wäre das natürlich jetzt nicht so wirklich, ja, lohnenswert halt für die Zukunft, sondern halt nur für ein Jahr. Deswegen würde ich da auch eher lieber zu einem anderen Stürmer greifen. Mayuka gäbe es ja auch noch. Hier, der hat sogar das Vertragsangebot angenommen, nur ich bin mir da halt noch nicht so sicher. Ich warte einfach mal ab, bis die ganzen Scout-Berichte hier noch kommen von Berahino, Musa und dann eben halt noch von Mayuka, damit ich das alles hier so ein bisschen vergleichen kann. Und dann schauen wir auf jeden Fall mal, welchen Stürmer wir von den ganzen hier, von den fünf Stück verpflichten sollten als dritten Stürmer hier bei Inter Mailand. Ich denke mal, ich habe jetzt genug geredet. Das auf jeden Fall dazu hier so für die Leute, die vielleicht nicht die erste Episode gesehen haben, weil vielleicht keine Lust gehabt, das Video anzugucken, weil es vielleicht zu lang ist, kann ich auch verstehen. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sich unbedingt 40, 50 Minuten Videos anguckt, aber es gibt wirklich sehr viele Zuschauer, die das eben halt tun. Das auf jeden Fall jetzt mal kurz zusammengefasst, die Neuzugänge. Und dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir jetzt zum ersten Spieltag gegen den FC Torino. Eine Mannschaft, die sich anscheinend sogar vorgenommen hat, in der Europa League mitzuspielen, dort halt in den Europa-Wettbewerben einzusteigen. Ob sie das halt schaffen werden, werden wir dann mal sehen so. Ich denke mal, wir können unser Heimtrikot hier ruhig nehmen. Kann man gut unterscheiden, hier so schwarz oder so ein Weinrot müsste das sein von Torino. Kann man eigentlich ganz gut unterscheiden. Wir gucken nochmal in die Tornews hinein, wer heute noch alles spielt. Atalanta gegen Hellas Verona. Cesena gegen Parma. Genua gegen Napoli. Palermo gegen Sampdoria. Genua. Sassuolo gegen Cagliari und Udinese Calcio, die ja Palacio von uns gekauft haben, gegen Empoli. Das auf jeden Fall zum heutigen Spieltag. Wir spielen im Stadio Classico Torino gegen Inter Mailand. Der erste Spieltag, Schiedsrichter des Ganzen wird Lauro Leopardi sein, am 31. August 2014. Anstoß um 20.45 Uhr, eine sehr coole Zeit, um eben halt Fußball zu schauen, und da würde ich einfach mal sagen, legen wir los mit dem ersten Spieltag der Serie A. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, lasst ein Like da oder vielleicht auch einen Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat, und schaut bei der Facebook-Seite vorbei. Wir sehen uns gleich, wenn es losgeht. Nachdem Inter Mailand letztes Jahr erfolgreich die Europa League erreicht hatte, nahm man sich für die neue Saison ein etwas höheres Ziel vor. Mit der mindestens Champions League Qualifikation hatte Inter Mailand sich noch ein viel höheres Ziel gesetzt und mit dem FC Torino als ersten Gegner am ersten Spieltag der neuen Serie A Saison hatte man einen Riesenbrocken vor sich, der natürlich auch sich vorgenommen hatte, vielleicht sogar die Europa League zu erreichen. Die Qualität im Kader ist natürlich vorhanden. Auch bei Inter Mailand, bei der Nerazzurri, hat man auf jeden Fall den ein oder anderen neuen Spieler verpflichtet. In den letzten Wochen wurden vier Neuzugänge vermerkt, mit Nemanja Vidic, auch einer, der in der Sommertransferphase gekommen ist, von Manchester United. Und in den letzten Wochen sind es
dann nochmal 4 mehr geworden, die auch alle im Kader vorhanden sind. Davon 2 in der Startausstellung und 2 auf der Bank. Hier die Ausstellung von den Gastgebern mit Pardelli, Moretti, Maximovic, dann noch Glick, Vives, González, Caduri, Perez, Darmian, Quagliarella, Lopez und das auf jeden Fall in einer 3-5-2-Formation. Und jetzt hier die Ausstellung der Gäste von Inter Mailand mit Handanovic, Montoya, Vidic, Jesus, Santon, Guarin, Kovacic, Hernanes, Shaqiri, Icardi und Luis Adriano mit Luis Adriano und Martin Montoya. 2 der 4 Neuzugänge in der Startausstellung und mit Fabian Scher und Adrian Rabiot. 2 der Neuzugänge der 4 insgesamt auf der Bank, die vielleicht auch noch in der Partie hineinkommen könnten. Wäre zwar nicht so wirklich logisch, dass jetzt ein Fabian Scher reinkommen sollte, aber wer weiß, vielleicht verletzt sich ja einer der beiden Innenverteidiger. Man muss auf jeden Fall immer optimistisch bleiben. Hier der Neuzugang von Schachia Donetsk, Luis Adriano, gerade mal 8 Millionen gekostet. Und hier der Leiter der Partie aus Italien, Lauro Leopardi, der das ganze Jahr anpfeifen wird. Die Gastgeber haben Anstoß, Torino in den weinroten Trikots von links nach rechts und die Nerazzurri Inter Mailand von rechts nach links. Hernanes, Montoya, Adriano, Shaqiri, kann sich da gut umdrehen, Pardelli. Und das ist nicht gut gemacht von Kovacic gewesen, da einfach ins Abseits zu laufen. Ich hätte den Ball schon drin gesehen, aber selbst wenn das jetzt kein Abseits gewesen wäre von Kovacic in der Situation, wäre der Ball auch nicht mehr reingegangen. Also Pardelli hätte den Ball sogar noch gehabt. Hau aufpassen jetzt. Quagliarella hat viel zu viel Platz. Legt ab auf González. González Handanovic mit dem Bein dran, mit dem Fuß, dann noch in einem entscheidenden Moment. Das war jetzt schön gemacht und die Defensive sieht da alt aus. Und Handanovic mit was für einem Reflex in dieser Situation. Nochmal jetzt hier die Ecke für die Gastgeber über Perez. Der macht das aber nicht wirklich gut. Adriano auf Icardi. Nee, Kovacic ist das. Die beiden Youngsters sind ja wirklich hier die Ausnahmetalente von Inter Mailand. Jetzt mal vielleicht Adriano. Legt den Ball ab auf Icardi. Der läuft da wunderbar mit. So, jetzt Icardi gegen González. Kann sich da aber nicht durchsetzen. Maximovic klärt den Ball dann noch. Auf Vidic. Holt sich da gut den Ball. Jetzt mal vielleicht. Kovacic legt ab auf Luis Adriano. Der läuft jetzt. Der Brasilianer Afro von Shakhtar Donetsk. Vorbei an Pardelli. Den muss er nur noch reinmachen. Und den macht er auch rein. 45. Minute und der ist drin. Luis Adriano, der Neuzugang von Schachia Donetsk, zeigt seine Klasse, zeigt, dass er die 8 Millionen wert ist vor Bayern Pardelli und den macht er dann auch wunderbar rein, noch durch die Beine des Verteidigers, hier in der Wiederholung, durch die Beine ins Tor hinein. Das ist auf jeden Fall die Klasse eines Luis Adrianos. Und da kann man schon verstehen, warum Inter Mailand so einen Stürmer verpflichtet. Handanovic bisher mit einer Klasseparade, freut sich da natürlich mit. Und damit steht es jetzt in der 45. Minute 0-1 für die Gäste. So, Halbzeit Nummer 1 wurde jetzt abgepfiffen. Inter Mailand führt mit 0-1. Die mitgereisten Fans können auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Nur einmal hat die Defensive rund um Nemanja Vidic geschlafen, aber Handanovic hat das am Ende noch gerettet. 0-1 durch Luis Adriano in der 45. Minute, kurz vor der Nachspielzeit. Der Treffer durch den Brasilianer Afro von Shakhtar Donetsk gekommen. Nur noch 12 Monate Vertrag gehabt, dementsprechend auch recht billig. Nur für 8 Millionen ist er zu Inter Mailand gewechselt. Und wenn man sich das mal anguckt, dann sieht das auf jeden Fall sehr klar aus. Inter Mailand mit 7 Schüssen auf das Tor von Torino. Torino bisher mit eigentlich einem. Ich weiß nicht, warum da jetzt 0 steht. Eigentlich gab es ja einen. Den hat Handanovic ja mit dem Fuß pariert. Aber hier steht auf jeden Fall 0. Das könnte man sagen, jetzt hier 7-1, so was die Torschüsse angeht. Und wir hoffen auf jeden Fall mal, dass Inter Mailand sich in Halbzeit 2 weiterhin so, ja, steigert. Und dann würde ich einfach mal sagen, Halbzeit Nummer 2 geht los. Jetzt vielleicht Martin Montoya auf Hernanes. Hernanes aus der Position macht das da gut. Und Pardelli hält hier den ersten Ball von den Mailändern in Halbzeit Nummer 2. Das war wirklich technisch sehr gut gemacht von Hernanes. Lässt da 2 Spieler stehen und Pardelli dann aber nochmal mit der guten Parade. Jetzt wieder Ecke. Sherdan Shaqiri, die kommt auf Hernanes und jetzt könnte es vielleicht schnell gehen über Quagliarella. Ja, ob da Montoya mithalten kann. Er versucht es da körperlich gegen Quagliarella, aber kommt da nicht wirklich an. Jetzt Fanerud auf El Kadori.
Darmian. González. Oh, jetzt aufpassen, aufpassen, aufpassen! Und da ist der Ausgleich. Quagliarella mit dem Ausgleich und die Fans jubeln wie verrückt in ihre Mannschaft mit dem Ausgleich. Quagliarella, ein wirklich sehr schwer auszusprechender Name, mit dem 1:1. Und da sah die Verteidigung jetzt wirklich sehr schlecht aus. Handanovic wirklich sehr, sehr, sehr enttäuscht von seiner Defensive. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Das ist ein einfacher Ball auf Quagliarella. Montoya läuft da nur hinterher. Das gleiche gilt auch für Vidic und Jesus. Ich weiß nicht mal, wo Jesus überhaupt in dieser Situation überhaupt zu finden war. Und Quagliarella einfach mit einem guten Abschluss. Handanovic da ohne Chance, muss das erste Mal hinter sich greifen in der Saison. Quagliarella mit dem Ausgleich. Oikadi auf Adriano. Der hat jetzt viel Platz. Adriano gegen Moretti. Kommt er vielleicht wieder an Pardelli vorbei? Adriano 2:1 und das Stadion ist wieder komplett still, denn die Nerazzurri geht in Führung und wieder durch Luis Adriano. Klasse gemacht von Icardi und das gleiche gilt auch für Luis Adriano. Da sieht die Defensive, die Dreierkette da rund um Maximovic wirklich sehr schlecht aus. Pardelli auch das zweite Mal schon, dass Luis Adriano, der Afro hier, an ihm vorbeiläuft und den Ball dann auch reinschiebt. Die mitgereisten Fans wieder am Jubeln, denn ihre Mannschaft geht das zweite Mal in dieser Partie in Führung 2:1 für Inter Mailand durch Luis Adriano, durch den Doppelpack in der 75. Minute. Oh, schön gespielt. Icardi muss das da alleine vielleicht versuchen. Jetzt mal vielleicht Shaqiri, läuft da mit. Sieht Icardi 3:1 und auch er markiert sein erstes Tor in der neuen Serie A Saison. In echt ist er die Lebensversicherung für Inter Mailand, aber hier hat er mit Luis Adriano noch einen sehr guten Stürmer neben sich. Beide bisher vor dem Tor erfolgreich, da sieht die Defensive wieder sehr schlecht aus. Und Shaqiri, Adriano und Icardi, unser Trio halt, was wirklich sehr gut zusammen funktioniert. Alle drei Spieler können wirklich sehr gut zusammen kombinieren und ich würde mal sagen, wir wechseln jetzt mal langsam aus. Ich würde mal vielleicht Guarin auswechseln. Können wir mal Medel reinbringen. Kommt der überhaupt her aus Chile? Okay. Kann auf jeden Fall im zentraldefensiven Mittelfeld spielen, aber wir haben keine richtige, andere Möglichkeit für Luis Adriano. Ich könnte mal Podolski vielleicht versuchen reinzubringen halt in die Partie. Kann ja auch, wie gesagt, im Sturm spielen. So, zwei Auswechslungen auf der Seite der Nerazzurri, nämlich Lukas Podolski und Medel kommen rein in die Partie für Guarin und Luis Adriano, dem Doppeltorschützen. Ich denke mal, Inter Mailand versucht jetzt hier nochmal safe zu spielen, nicht jetzt hier noch irgendwie eine rote Karte zu kassieren, denn beide Spieler, die ausgewechselt wurden, gelb vorbelastet. Und so versucht man halt, das jetzt hier noch über die Zeit zu retten. Abseitsposition da in dem Fall von Torino. Was? Alter! Leute, eigentlich sollte jetzt hier ein Cut sein und ihr würdet die nächste Szene sehen, aber ja, da kommt jetzt leider kein Cut mehr hin. Denn Kovacic mit was für einem Schuss, Alter. Ich glaube, das ist der kurze Ball von Jesus und dann, wie der sich da absenkt. Kovacic, Alter, der Kroate hier, Mateo Kovacic, mit was für einem Hammer. Die Nummer 10 hier, der vielleicht schon einer der besten Spieler im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld werden kann. Bei Inter Mailand ein sehr, sehr, sehr großes Talent, der hier das 4:1 erzielt und was für ein schönes Tor. Er bewirbt sich damit eigentlich schon fast für das Tor des Monats. Jetzt noch vielleicht abgelegt auf Hernanes. Hernanes 5:1. Torino zerfällt. Das ist schlimm, was hier mit Torino passiert. Ich weiß nicht, was los ist. Zum 2:1 sah es so aus, als ob Torino langsam jetzt ins Spiel findet. Aber wie es jetzt momentan aussieht, der nächste Tundler und Pardelli sieht auch nicht gut aus. Hernanes mit dem 5:1. Ich weiß nicht, was los ist. 90. Minute. Torino, wie gesagt, fällt komplett in sich zusammen. Das ist wirklich jetzt, was die Leistung betrifft, sehr schlecht, was die hier jetzt noch so an den Tag legen. Podolski legt da ganz locker auf Icardi, wie jetzt halt. Und der legt da nochmal auf Hernanes. Podolski jetzt nochmal vielleicht. Nee, da passt die Defensive jetzt schon mal auf. Das sieht man heute wirklich nicht oft, dass die Defensive da wirklich alles unter Kontrolle hat. Aber was war da jetzt los, Mann? Die Defensive generell. Torino sieht wirklich sehr alt aus.
wirklich sehr verblüfft anscheinend gewesen von den Toren von Luis Adriano Icardi. Kovacic besonders, da war ich auch ein bisschen verblüfft, dass der einfach reingegangen ist. Aber dann noch das 5:1 durch Hernanes, also das ist schon wirklich hier Deklassierung auf höchstem Niveau. Jetzt vielleicht nochmal Icardi. Kriegen wir hier vielleicht nochmal ein 6. Tor zu sehen? Nee, Icardi. Jetzt Moretti klärt den Ball auf Darmian dann noch. Und das Spiel ist gelaufen. 5:1 gewinnt die Nerazzurri. Und damit zeigen sie schon mal, dass sie auf jeden Fall bereit sind, ihr Ziel zu erreichen. Nämlich die Champions League Qualifikation. Die mitgereisten Fans können sich wirklich sehr freuen. Torino am Ende wirklich sehr schlecht gewesen. 2 Tore von Luis Adriano Icardi sowie Mateo Kovacic und noch am Ende Hernanes waren erfolgreich. Vor dem Tor von Pardelli auf der anderen Seite Quagliarella, das einzige Mal von Torino erfolgreich gegen Handanovic. Und damit wäre der erste Spieltag gelaufen in der Serie A. Ich denke mal, wir können sehr zufrieden sein. Und jetzt kommen noch die letzten 10 Stunden der Transferphase, der Transferfrist. Müssen wir jetzt noch gucken, ob wir da noch was verpflichten können. Wir haben ja noch mal Juka, aber ich muss jetzt gucken, so was die Vereine für Musa und Berahino verlangen. Martinez wechselt, Pastore wechselt und Loris wechselt. Okay, sind so die bisher größten Wechsel anscheinend. Genua hofft, Kurani bald zu verpflichten. Können wir hier vielleicht bald Kurani in der Liga sehen, in der Serie A? Hä, warum passiert denn da jetzt nichts? Hä? Hä? Warum sind die Namen auf einmal weg? Ey, das wäre jetzt richtig bitter, wenn ich die jetzt nicht bekommen würde. Ja, Martial. Ja, müssen wir jetzt nochmal suchen hier. Berahino und Musa. So, Musa wäre, denke ich mal, so die Nummer 1 auf der Position, weil er einfach so mit Abstand der Beste ist. Ja, okay, Martial wäre auch nicht schlecht so. Und dann noch Berahino. Saido Berahino. Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, ob man das ausspricht. Bestimmt spricht man das halt Englisch aus, weil er Engländer ist. Berahino oder so, ich weiß es nicht. Ich spreche es jetzt einfach mal so aus, wie ich denke, dass es ausgesprochen wird. So, erster Auftritt von Vidic. War auf jeden Fall sehr solide, muss man sagen. So, Musa 14,5 und Berahino 12,5, okay. Aber wir können es nochmal versuchen, so 7 Millionen vielleicht für Musa. Oder wir bieten einfach mal alles komplett. 8 Millionen, was wir halt haben. Für Musa und für Berahino. Ja, okay, da können wir, denke ich, mal weniger beten. Er ist vielleicht so 6 Millionen wert. Ich glaube jetzt nicht, dass er mit einer 73er Gesamtbewertung irgendwie 12,5 Millionen wert ist. Also das ist schon wirklich ein bisschen übertrieben viel, was der Verein hier verlangt. Ja, toll, Mayuka. Oh, ich glaube, wir haben das Angebot nicht mehr, deswegen müssen wir jetzt hier irgendwie mal verpflichten. Ansonsten sehen wir da ein bisschen alt aus. Gescheitert, so. Versuchen wir vielleicht. Na toll. Dann mache ich noch was mal für Berbatov, damit wir hier noch wenigstens Alternativen haben. So, Martial. Bitte ich auch mal 6,5. 6,5 für Martial. Und Mayuka, da hatten wir. Da bieten wir einfach mal 3 Millionen. Oh ne, sind wir da schon mal im Vertragsangebot, okay. Gut, 25.000 und sporadischer Spieler. So, von dem Rotationsspieler, weil er, denke ich mal, wird schon das ein oder andere Mal reinrotiert werden. So. So, komm jetzt. Müssen wir gucken. Ich denke mal, Mayuka wird so die Nummer 1 sein, die wir verpflichten würden. So, West Brom lehnt ab. 9,5 für Berahino. Ja, ist ein bisschen viel. Ja, Mayuka. Verein führt auch Gespräche. Mainz führt auch Gespräche mit Mayuka, okay. Also mit dem Verein. Ja, okay, gut, dann nehmen wir einfach mal Mayuka, würde ich sagen. 2 Millionen ist eigentlich so geschenkt, würde ich sagen. Für einen Emanuel Mayuka, der eine Gesamtbewertung von 70 hat. Oh Gott, nein. Bestimmt habe ich jetzt voll den Fehler gemacht. Naja. Hoffentlich entwickelt er sich noch gut. Wenn nicht, dann sehe ich ein bisschen schwarz für unseren dritten Stürmer hier. Für Mayuka. Was gerade wirklich ein bisschen zweideutig ist. ja, lassen wir das einfach mal. Schwarzer Humor. Ist jetzt nicht so meine Sache. Aber da kriegen wir sogar noch ein Angebot rein, oder? Nee, inakzeptabel für Berbatov. 8 Millionen verlangt Monaco, naja. Das hätte sich jetzt auch geklärt. Emanuel Mayuka wird unser dritter Stürmer. Seine Gesamtbewertung von 70 hat der Junge. Also ich hoffe, dass er sich noch irgendwie nach oben steigen wird. Wenn nicht, dann, ja, keine Ahnung, dann hätten wir jetzt hier vielleicht einen großen Fehler gemacht.
Ja, aber der hat auch wirklich krasse Werte. So 90er Sprintbewertung, 91 Antritt, Beweglichkeit 88, hohe Arbeitsrate im Angriff und ja, 4-Sterne-Skills. Also der ist nicht schlecht, muss man sagen. Also ich hätte jetzt eigentlich Schlechteres erwartet, so von den Werten. Gut, dann simulieren wir auf jeden Fall mal weiter zum nächsten Spieltag. Spieltag Nummer 2 wird ein Heimspiel sein im San Siro gegen Sassuolo. Okay, gucken wir mal, wer alles so am ersten Spieltag gewonnen hat. Es haben nur 4 Mannschaften gewonnen, mit Florenz, Cagliari, Udinese und Inter. Roma hat verloren, okay. Juventus hat nicht verloren, also viele Unentschieden irgendwie. Okay, Juventus hat unentschieden gespielt. Wir gucken nochmal hier in die Liste hinein von den Spielern, die wenig Vertrag haben. Was gibt's denn hier noch so? Ja, viele von Inter Mailand fällt mir gerade auf. Nee, Inter. Was sag ich schon? Inter. Arte Mailand. Mit Maxis, Essien und Passini. Mavuba. Gut, ich lösche jetzt einfach mal ein paar, die vielleicht nicht so interessant sind. So. Ja, auch die Spieler von Arte Mailand. So, Inui. Ja, ist jetzt auch. Oh, was mache ich da? Auch nicht so wirklich interessant. Herr Reinhardt auch nicht. Trash, Felipe, Jakonan, Andreasen, Altintop, ja, und der Rest kenne ich nicht. Ayew wäre nicht schlecht, so vielleicht, wenn wir mal langsamer anfangen würden, so nach Flügelspielern zu gucken, wäre eigentlich keine schlechte Wahl, so. Weil er ist ja nicht schlecht, hat eine Gesamtbewertung von 78. Und ich denke mal, nächstes Jahr haben wir jetzt auch nicht das Budget, um uns einen Cristiano Ronaldo zu leisten, ne? Deswegen müssen wir da mal vielleicht klein anfangen. Wäre halt ein Ayew gar nicht schlecht. Marcel Janssen, Heiko Westermann, also das sind die Spieler, die wir so verpflichten können. Oh, guck mal, was einfach mal hier schnell. Ja, ich sehe gar nichts Interessantes, so, ja, Palacio, okay. Joshua Kimmich, ja, können wir mal vielleicht scouten, so. Nein, jetzt habe ich Ayew weg, nein, oh, nein, na, egal. Behalte ich mir vielleicht irgendwie noch im Hinterkopf. Bestimmt werde ich es eh bald vergessen, aber egal. Ja, ansonsten eigentlich nichts Interessantes. Paredes wäre noch ganz. Ja, okay, könnte man vielleicht nochmal drauflassen, so. Ja, Mitchell Weiser hat eine richtig krasse Vorlage gegeben im Spiel gegen Hertha. Einfach mal 4 Spieler ausgetanzt. Lucas Barrios von Montpellier oder Montpellier. Okay. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, war es das jetzt hier für die heutige Episode des Inter Mailand Karrieremodus. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Kommentiert auch vielleicht, wie euch die Episode gefallen hat. Und schaut auch vielleicht bei der Facebook-Seite vorbei, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, euer Dennis. Ciao.